werden wir in diesem Jahr eine Apple Watch Ultra 2 sehen. Ja, darauf deutet mittlerweile einiges hin und wir wollen heute darüber sprechen, was sie voraussichtlich kann, was sie voraussichtlich kosten wird und wann sie voraussichtlich kommt. Nach einem kurzen Like für das Video und dem Intro würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Eine Apple Watch Series 9 hat sich in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder angedeutet. Wir hatten auch schon erste Details, die ich übrigens auf dem Zweitkanal, den ich euch unten verlinken werde, genauer bespreche. Da könnt ihr einmal die Woche vorbeischauen, was sich da in der Apple-Welt tut. Aber eine Ultra-Version war bisher ehrlich gesagt nicht zu sehen, nicht zu hören. Wir hatten keinerlei Details. Jetzt hat sich Mark Gurman von Bloomberg eingeschaltet und hat behauptet, okay, wir werden da definitiv eine zweite Generation in diesem Jahr sehen. Was vielleicht auch ein bisschen logisch war, aber jetzt haben wir erstmals eine wirklich gute und zuverlässige Quelle, die das behauptet, dass wir in diesem Jahr eine neue Apple Watch Ultra sehen. Was werden wir sehen? Da würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was für die Series 9 geplant ist. Und das ist in diesem Jahr in erster Linie ein komplett neuer Chip. Der Apple S8 steht an und es ist nicht nur ein neues Package wie in den letzten Jahren, sondern auch ein neuer Chip unter der Haube. Sprich, wir wechseln vom 7 zum 5 Nanometer Verfahren und das bedeutet in erster Linie, wir bekommen einen Chip mit deutlich mehr Power und einen Chip mit deutlich mehr Effizienz. Bedeutet am Ende des Tages, das worauf natürlich die meisten bei der Smartwatch am Ende immer schielen, ist deutlich mehr Akkulaufzeit. Wie viel mehr? Das ist ehrlich gesagt ganz schwer zu sagen. Falls Apple die Software gut optimiert, falls Apple den Chip gut optimiert, vielleicht tatsächlich nochmal einen Tag mehr für die Apple Watch Ultra. Das ist etwas, was man natürlich jetzt noch schwer vorhersehen kann, aber es deutet sich an, dass die Akkulaufzeit in diesem Jahr besser wird. Performance ist natürlich nicht das Problem bei der Apple Watch, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man einen komplett neuen Chip entwickelt, vielleicht auch neue Möglichkeiten bekommt, die man dann bei der Software einbauen kann, wodurch vielleicht 2 bis 3 exklusive Funktionen entstehen, die man auf einer älteren Apple Watch nicht anbieten wird. Oder auch falls das dort möglich wäre, auch so einfach nicht anbieten wird, um eben einen gewissen Kaufanreiz für eine neue Generation zu schaffen. Das könnte ich mir persönlich auch noch ganz gut vorstellen. Wenn kein großer Schritt ansteht, wie zum Beispiel bei einem kleinen Chip-Upgrade, dann arbeitet Apple auch gerne mit neuen Finishes oder mit neuen Farben. Mit einem neuen Finish würde ich ehrlich gesagt nicht rechnen. Titan ist so ziemlich das Beste, was man anbieten kann in einer Smartwatch und das dürfte auch eine ganze Weile so bleiben, aber es gibt noch die Option, dass man mit neuen Farben arbeitet. Ich glaube jetzt nicht, dass man wie bei der normalen Apple Watch irgendwie mit Blau oder Grün oder sowas nicht so hart arbeitet. Aber wir haben in den letzten Monaten noch immer mal wieder Mockups oder auch Wunschbilder von, sage ich mal, gewissen kreativen Menschen gesehen, die eine dunkle Version in den Raum werfen, was ich euch hier mal einblenden werde. Und sowas könnte ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Sowas würde nochmal zusätzlich einen gewissen Kaufanreiz schaffen. Sonstige Kleinigkeiten unter der Haube wären dann ein neuer UWB-Chip, der ja auch beim iPhone in diesem Jahr ansteht, also der Apple U2. Ultra Breitband kennt ihr von den AirTags. Was mit der neuen Generation ansteht, ist aktuell noch unklar. Und dann rechne ich damit, dass wir auch Wi-Fi 6E endlich sehen werden. Bluetooth 5.3 besitzt die aktuelle Apple Watch Ultra ja auch schon. Also da dürfte dann kein großes Upgrade anstehen. Eine Frage, die sich auch viele gestellt haben, ist, wird es eine kleinere Version geben? Denn 49 mm ist natürlich ehrlich gesagt durchaus groß und war auch ehrlich gesagt einer meiner persönlichen Kritikpunkte, als ich die Ultra-Version dann mal beim Marktstart getragen habe. Aber das deutet sich aktuell nicht an und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, denn damit würde ja der Punkt der Akkulaufzeit, kleinerer Akku, kleinere Version, wieder wegfallen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple das macht. Eine Sache, auf die ich persönlich allerdings noch gespannt bin, ist, wir hatten jetzt eine erste Generation. Da lernt Apple dazu, was die Nutzer wollen, was sie nicht wollen. Und hört auch gerne auf Feedback. Das war in den letzten Jahren beim iPad, beim iPhone und auch bei der ersten Apple Watch immer, dass man nach einer ersten Generation viel gelernt hat und dann geschaut hat, wie man das mit kommenden Generationen umsetzt. Und ich stelle mir die Frage, sind Taucher und Wanderer oder vielleicht auch extreme Läufer wirklich die Hauptzielgruppe von der Apple Watch Ultra oder kann man diesen Bereich nicht noch erweitern auf weitere Sportarten, auf die man sich fokussiert? Das Fitnessstudio, andere Sportarten, die einfach für so eine Ultra-Smartwatch auch eben attraktiv werden. Ich könnte mir also auch gut vorstellen, dass wir in Kombination mit Bändern, vielleicht auch mit entsprechendem Marketing, auch weitere Extremsportarten sehen werden, auf die sich Apple in Zukunft konzentriert. Denn ehrlich gesagt, Tauchen und Wandern sind jetzt nicht unbedingt die Hardcore-Features, die vielleicht einen Smartwatch-Nutzer in dieser Art abholen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple da diesen Bereich noch erweitern möchte und noch mehr Extremsportler oder eben auch andere Sportarten ansprechen möchte.
Es war also zu erwarten, dass Apple der Ultra in diesem Jahr auch ein Upgrade spendiert, denn es hätte mich gewundert, wenn man der Series 9 einen neuen Chip spendiert, aber die Ultra nicht aktualisiert und weiterhin mit dem alten Chip anbietet. Dazu vielleicht noch ein paar neue Bänder, die ein paar neue Sportarten ansprechen sollen, vielleicht noch eine neue Farbe mit dem neuen Chip. Eigentlich reicht das doch für ein Upgrade auch schon vollkommen aus, denn für nächstes Jahr steht tatsächlich ein großer Schritt im Raum, sowohl für die Series 10 als auch für die Ultra. Es soll ja ein Micro-LED-Display kommen, als erste, welches Apple jemals verbaut und auch selbst entwickelt hat. Das möchte man angeblich mit der Apple Watch Ultra einführen und dann soll es auch ein bisschen größer werden, dementsprechend vielleicht auch ein etwas dünnerer Rand. Ich glaube also, dass wir in diesem Jahr ein eher etwas kleineres Upgrade sehen werden, wo Apple so ein bisschen Feinschliff an die erste Generation anlegt und wie gesagt, eine neue Farbe, eine dunkle Version wird dann auch nochmal viele Nutzer ansprechen. Reicht für das erste Upgrade Apple Watch Ultra aus und ich könnte mir dann vorstellen, dass dann nächstes Jahr der richtig große Schritt für beide Apple Watches kommt. So, das war's von meiner Stelle. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausblick gefallen, euch hat interessiert, was Apple da voraussichtlich, es sind natürlich immer noch Gerüchte, für den September geplant hat. Beim Preis, ich gehe davon aus, dass der Preis nicht steigen wird. 999 € sind eine magische Grenze, da ist man noch im dreistelligen Bereich und die Apple Watch Ultra ist auch nach dem Marktstart relativ zügig für ein Apple-Produkt im Preis gefallen und ich habe immer mal wieder durchaus gute Angebote gesehen, dementsprechend glaube ich nicht, dass man den Preis in diesem Jahr schon anhebt. Das wäre dann ein Schritt, den man sich für nächstes Jahr sicher aufheben könnte. So, das war's von meiner Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.